Hey und ho, und so, hier ist wieder euer Vorbudler und heute mal wieder ein bisschen fleißig, nachdem wir in der letzten Woche doch sehr die Gerüchteküche haben brodeln, hören und lassen, viel gequatscht haben, viel auf Schafsuche waren. Heute wollen wir mal ein bisschen mehr bauen. Ich habe inzwischen auch hier mal noch ein paar Schafe gefunden und ihr seht auch, fehlt mir nicht mehr so viel, um den Boden mal zuzukriegen. Ich mache mich jetzt hier noch an die letzten beiden Stützen ran, dann haben wir das schon mal geschafft. Damit es hier mal etwas vorangeht. So, falsch, da komme ich dann nicht dahinter. So. Auf, noch ein Stüfchen und dann wieder was drauf. Und noch ein Stüfchen. So. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Noch eine drauf, ja. Nach wie vor muss ich mich immer sehr konzentrieren hier bei solchen Arbeiten. Das ist nicht so einfach. Der vierte ist dann schon doppelt. Okay. Das ist doch gut. Ich weiß gar nicht, was ich will. Dann lass doch doppelt sein, ne? Und dann wollen wir mal sehen, ob das passt. Nachkommen. Nochmal einen doppelten, so. Einen drauf und wieder doppelt und dann muss man von hier aus, ja, genau, ne? So wird das gemacht. Den Dreck abtragen bitte, sonst kommen wir hier später nicht mehr hin. Ich hätte vielleicht oben auch noch ein paar Fackeln draufstellen, obwohl wir kommen immer noch hin, weil ich ja hier noch irgendwann mal ein bisschen Glas drauf bauen möchte, ne? Später. Ne? Später gucken wir mal. Das wird auf jeden Fall eine sehr große Menge Glas, die wir hierfür benötigen. Aber hallo. Aber hallo. Also da sehe ich mich jetzt da schon wieder da drüben in der Wüste alles abgraben. Da mache ich mich am besten seelisch schon mal drauf gefasst. Ne? Ja, genau wie ich mich auch seelisch gefasst mache auf Beta 1.8. In der letzten Folge habe ich das anklingen lassen, dass ihr diese Folgen, die ihr, wenn die jetzt neu für euch rauskommen, dass die dann doch schon ein paar Tage auf dem Buckel haben. Und diese hier eben auch. Ne, das, weil ich jetzt einfach täglich mit Beta 1.8 rechne. Und mal ein bisschen den Rücken noch frei schaufeln möchte. Ich möchte ein bisschen Material im Rücken haben, was ich dann veröffentlichen kann, um mich dann in Ruhe mit 1.8 beschäftigen zu können. Neue Projekte zu planen und Erstbespielungen zu produzieren und vor allem, was ja ganz wichtig ist, mich mit dem Team um den Server zu kümmern. Ja. Das ist dann erstmal so richtig schwer angesagt. Sobald 1.8 draußen ist, wollen wir da eine neue Welt aufbauen. Oder, ja, das ist inzwischen, können wir sagen, wollen. Vorher war es eher so ein bisschen müssen. Ne? Also, eigentlich wollen wir gar keine neue Welt aufbauen. Es ist einfach so viel Arbeit und viele Spieler müssen dann wieder sehr lange warten, bis sie dann wieder mal mitmachen können oder drauf können. Und, aber was hilft's? Es ist alles nur ein Spiel, haben wir uns inzwischen gesagt. Und so ein Neustart, der hat auch irgendwie sehr viel für sich und ja, aber der kostet eben auch sehr viel Zeit. Und da werde ich dann eben auch sehr viel Zeit investieren müssen, dort mit aufzubauen. Auf dem Server. Und von daher ist das jetzt für mich auch sehr sinnvoll, hier einfach mal ein paar Folgen zu drehen. Im Vorfeld einfach schon mal so, um ein bisschen mehr im Rücken zu haben. So, jetzt machen wir noch den und dann kommt hier noch einer drauf. Guckt mal, und dann haben wir das nämlich geschafft. Und ich finde das großartig, dass wir so fleißig sind. Ich laufe auch jetzt sofort mal nach unten.
um mir das ganze Gedingens hier und Gedönens mal anzugucken. Nochmal, es ist wirklich, sollte nicht irgendwie alles kreisrund und perfekt architektonisch durchplant sein. Ich habe einfach nur mir so ein bisschen was aufgemalt und da mal umgerechnet, welche Blöcke das so sein müssten, die ich da setze. Das sieht ziemlich fett aus, so. Noch interessanter wäre es natürlich gewesen, hätte man das jetzt diagonal hier gemacht, ne? Aber das ist mir ehrlich gesagt im Moment zu kompliziert. Das überlasse ich dann euch, ja, wenn ihr auch was in der Art vielleicht mal bauen wollt. Freue ich mich sehr, wenn ihr mir mal Screenshots schickt. Oder vielleicht macht ihr auch Videos selber und dann verlinkt doch einfach halt mal die Videos zu meinen oder so, damit ich da auch mal aufmerksam drauf werde, ne? Und das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das muss nicht sofort sein, aber solche Sachen, da kümmere ich mich schon drum. Gibt auch viele Sachen, die ich nicht mehr so, um die ich mich nicht mehr so kümmern kann, weil es sonst zu viel wird. Also wenn Leute wirklich komische Sachen mich fragen, wo die schon überall erklärt stehen eigentlich oder wo andere Zuschauer einfach mal schnell helfen könnten, ne, dann schwarzes Schaf ist immer gut. Das ist ja noch eine Spinne, aber die hat mich, glaube ich, nicht auf den Kicker, ne? Du bist auch lieb, ja, du bist lieb zu mir. Liebe kleine Spinne. So, jetzt muss ich auch mal gucken. Ich weiß im Moment auch gar nicht, ob wir da Glas für nehmen sollen. Vielleicht kann man so eine Glasschicht einbauen. Und den Rest dann auch wieder in einem anderen Material machen. Was haben wir denn viel? Ja, Koppelstein haben wir natürlich ganz viel, aber Koppelstein sieht, glaube ich, jetzt nicht gut aus als Wand, weil wir davon ja schon die Stützen gemacht haben. Ich gucke mal eben ein bisschen von der Entfernung. Vielleicht kann man auch die Stützen außen noch ein bisschen zarter gestalten. Die sind doch hier zum Beispiel, diese Ecke, es kommt mir sehr fett vor. Dafür muss da noch ein bisschen mehr Kontrast rein. So eine farbige Wolle-Angelegenheit wäre da wahrscheinlich nicht schlecht. Nicht nur Glas, sondern da eben auch noch irgendwie was anderes. Bin ja im Moment überfragt. Wüsste jetzt auch nicht, welche Farbe wir nehmen sollen. Rot? Rot können wir natürlich schnell ganze Massen herstellen. Ja, die Säule unten, die irritiert natürlich noch. Wo geht's denn hoch? Hier geht's hoch. So, wenn man jetzt hier noch... Haben wir jetzt mal wieder ein bisschen... Ja, toll. So. War das alles jetzt... Habe ich mich gerade wieder vertan, ne? Ja, ich habe gerade wieder weiße Schafe geschoren. Zeit zum Schlafen gehen, ganz klar. Ich bin auch immer überlegen, ihr merkt das. Ich bin auch immer überlegen, wie ich dann den Rahmen gestalte. Weiße Wolle ist im Grunde auch nicht schlecht, ne? Oder schwarze. Rot, schwarz. Haben wir noch gelb, aber ich habe ewig keine gelben Blumen mehr gesehen. Rot haben wir sogar noch eine ganze Menge. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Aber trotzdem, erstmal Glas. Ich mache erstmal so, was ich mir vorstelle mit Glas. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Da braucht man jetzt nicht lange Fragen stellen, sondern man kann einfach mal anfangen. Sobald es wieder hell ist. Oder auch in Grau, ne? Ich weiß nicht. Ich mache jetzt erstmal so diese Glasstreifen, wie ich jetzt gerade hatte, ich so eine kleine Vision, wie ich das machen könnte. Ist für mich völliges Neuland, sowas hier. Normalerweise baue ich immer Burgen, wisst ihr ja. Aber ich finde das eben super, eben auch mal was anderes zu machen. Die langen Wege, also ich glaube, eine so eine Minecart-Strecke da oben vielleicht irgendwo rüber
wäre auch auf Dauer mal angesagt, ne? Wenn man da noch irgendwie hier so, was weiß ich, so eine Hochbahntrasse oder sowas hätte. Müsste dann allerdings schick aussehen, nicht so was Billiges. So, in diesem doppelten Rahmen. So. Der anderen Seite auch. Jetzt geht's wieder los. Pling, plang. So, ja. Dass man mindestens diese Zweierreihe hier als Glas noch hat. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Sehr gut. Noch 12. Ja, ist schon mal dann so ein erster Schritt, um das auch mal ein bisschen angucken zu können. Oh, Entschuldigung, gerade mal ans Mikrofon gehauen. Jetzt falle ich hier noch durch den Klosettschacht. Zwei Stück noch, genau so. Ah, ich habe ja noch genug dabei, ist ja kein Problem. Ich habe jetzt nur Angst vor diesem Loch da vorne. Ja, toll. Uah, ach, jetzt hast du dich wieder verkloppt. Da ist ja noch eine Seite. Oh, ist das viel. Ja, noch eine Seite, die jetzt hier gemacht werden muss. Da unten die Tintenfische, die hole ich mir aber gleich. Das ist jetzt schon beschlossene Sache. Na also. Und noch einmal. Lalala, di, 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 di. Ja, wie gesagt, wenn ihr auch sowas in der Art baut oder so, ne? Ich interessiere mich auch meistens nur für eure Sachen, die ihr selber baut. Also jetzt schickt mir gar nicht so Links von wegen, ich kenne da einen oder ich habe mal ein Video gesehen oder so. Das ist relativ uninteressant eigentlich. Mich interessiert eher so, ob ihr auch mal ein bisschen mehr baut in Minecraft und mal so ein paar ambitionierte Projekte macht. Macht ihr mit Sicherheit. Aber ab und zu drückt einfach mal F2-Taste. Und dann meldet ihr mal einfach mal so die Screenshots, die ihr da macht. Was weiß ich, so zwei, drei eurer schönsten. Würde mich darüber freuen. Das ist auch immer mal schön. Ich gucke ja auch immer, eure Kommentare lese ich ja eigentlich auch immer. Ihr wisst, ich beantworte da nicht so häufig auf YouTube. Ah, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Ich soll das doch erst einfärben. Ach, Mann. Aber ich gehe halt immer auf die Kommentare, versuche ich halt immer in irgendwelchen Videos eher wieder einzugehen. In denen, da ich nochmal drauf irgendwas zu sage oder eben auch so eine Idee umsetze von euch. Ich habe schon viele Ideen aus Kommentaren, die ich von euch gelesen habe, einfach mal umgesetzt so. Das ist doch das Schöne daran, ne, dass man ja, sich nicht alles selber ausdenken muss. Ich mache hier nur den Grundstein und dann die ganze Arbeit, ne? Aber ihr könnt auch selber dann einfach mal mir Ideen geben oder natürlich eben, wie ich meine, eben könnt ihr auch mal mir Screenshots schicken und ich sehe mir das dann an und wenn das schön ist, dann kann ich das ja vielleicht auch mal veröffentlichen, wenn ihr das wollt oder so, ne, auf minenarbeit.de mal so einen Post machen. Ich weiß immer schwer, Leute so dazu zu bewegen, auch mal aus dem Quark zu kommen. Ne? Es ist einfach, ja, es ist einfacher, so einfach, was weiß ich, mal einen Kommentar zu hinterlassen, als wirklich mal selber das Spiel anzuschmeißen und da wirklich mal ein paar Stunden lang irgendwas zu bauen. Ne? Und dann auch noch einen Screenshot zu verschicken mit so ein paar Erläuterungen oder so. Ne? Aber
Ja, vielleicht habe ich da trotzdem Spaß dabei. Jetzt suche ich mal gerade noch ein paar Schafe. Ja, okay, das mit dem Glas, das kann man jetzt doch noch nicht so wirklich beurteilen. Ja, es müsste noch bis oben hin gemacht werden. Ja, es müsste noch bis oben hin gemacht werden und dann. Ich habe gerade eine Idee. Jetzt bin ich gerade so still. Ich habe gerade eine Idee bekommen, wie man da so einen Eingang machen könnte. Ja. Das ist doch gar nicht schlecht. Wo ist denn eigentlich unser Gang? Der kommt hier so an. Der könnte diese Säule treffen, ne? Wo ist denn der Mittelstreifen? Jetzt müssen wir langsam mal gucken, dass wir den wieder... Also gegenüber von diesem Block hier. So, Augenblick. Wo ist das? Hier. Genau hier trifft er dann mittig an das... Ja, da müsste man vielleicht dieses Bein etwas umbauen. Das kann man ja grundsätzlich sowieso immer noch machen. Weil, das ja erstmal so als Gerippe gedacht ist jetzt. Und ein bisschen als Anfang. Und man kann es später immer noch verschönern. Das ist also Arbeit, die ich dann gerne mal ohne Video mache, ohne Dreh, weil es oft so ein Hin und Her ist, und runterklettern, hochklettern, hin und her, runterfallen, hin und her, nochmal Material und zeige immer dasselbe so irgendwie, man kommt nicht so richtig vorwärts und dann macht man was stundenlang und dann gefällt einem das doch nicht so, das kann man nicht so gut filmen, ne? Mäh. Ich versuche jetzt mal wirklich mal diese graue Wolle endlich so zusammenzubekommen, dass ich da auch mal wirklich jetzt mal diesen blöden Fußboden fertig machen kann. Das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte oder vierte Folge, wo ich immer noch an dem Fußboden zusammensammel. Ja, Federvieh hilft mir nicht weiter. Nicht so wirklich jedenfalls. Das ist so öde hier, ne? Super geil, klasse. Keine Schafe. Wie viel habe ich denn jetzt? 23. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht, ne? Da müssen wir gucken. Ich baue das erstmal ein. Ist immer noch besser, als jetzt hier sinnlos in der Gegend rumzurennen und auf Schafe zu hoffen. Na, die Angel hilft mir jetzt nicht. Erstmal hier die ganzen Klosettlöcher zumachen. Naja, bitte. Wenigstens wieder etwas, ne? Brauchen wir nur noch ein paar. Gut, wie viel Glas habe ich denn noch mit? Oh, noch ein bisschen... Lohnt sich schon, da nochmal ein bisschen mit da rumzukraxeln. Vielleicht sollte ich jetzt einfach mal darauf klettern. Ja, und das von oben, von der Säule aus starten. Pass auf, so mache ich das einfach. Ich gehe jetzt hier mal hoch. Schaffe ich das denn hier so? Das muss doch gehen. Guck mal, ich jetzt hier so, oh, wunderbar. Ja, bequemer geht das eigentlich schon gar nicht mehr. Und das ist auch viel praktischer, als jetzt hier immer so rumzukaspern. Ja, da oben an der Ecke, da wird dann gleich irgendwie ein bisschen kompliziert, das da stimmig zu kriegen. Warte mal. Wie ist denn das jetzt hier so? Und dann bleibt noch der in der Mitte da übrig. Okay. Ja, ist gut, mache ich so. Ist im Grunde völlig einfach, so eine Kuppel zu bauen. Das habt ihr schon da drüben gesehen, ne? Also, man baut halt eine relativ runde Grundfläche. Dann so vier Säulen, die dann eben auch kuppelartig das Ganze überspannen. Und rucki-zucki, dann braucht ihr nur noch von unten nach oben Glasblöcke oder was auch, was weiß ich so, was ihr halt wollt.
so immer anpassend hier an diese ganzen Stützen anbringen und dann ist das überhaupt kein Problem. Ne? Ja, jetzt bin ich einmal hier oben und jetzt baue ich auch mal ein paar Fackeln hier hin. Wie mache ich denn das? Vielleicht so, in dieser Höhe. Ja. Erstmal, ne? Erstmal hier noch weiter. Ja. Da noch einen hin. Da noch einen hin und ein paar habe ich doch noch. Ja, komme ich nicht weit mit. Und vor allem jetzt ist auch das Glas wieder. Das Glas ist jetzt wieder weg. Ja, jetzt darf ich wieder in die Wüste. Ja, ihr dürft mich jetzt wieder getrost und mit ruhigem Gewissen in die Wüste schicken. Da, wo der Vorbuddler hingehört. Ja. Ach, was soll's. Muss ich halt ein bisschen buddeln. Muss ich ja nicht mit euch zusammen machen. Wo war das jetzt? Die Höhe war das. Ja. Und dann noch ein bisschen weiter unterhalb. Vielleicht hier so. Jetzt sehe ich mich schon gleich hier runterfliegen. Ja, so, ne? Und da, ja. Und noch die letzte Seite. Und dann kann ich da auch irgendwo vielleicht wieder runterhüpfen. Wo ist denn noch offen? Ja, offen ist eigentlich überall. Wo habe ich denn noch meine Erde da drüben? Damit ich nicht so tief falle, vielleicht komme ich da auch wieder runter. Ja. Sehr schön. Haha, cool. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt Glas herstellen. Brauche immer noch viel Wolle. Das ist also jetzt viel Sammelarbeit und Braterei. Daher würde ich sagen, ist das jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig spannend für euch. Euch kann es aber egal sein. Ihr schaltet einfach nächste Folge wieder ein und dann geht's zackig weiter. Und ich freue mich drauf. Ich werde fleißig sein in der Zwischenzeit. Und wie gesagt, denkt dran, wenn ihr auch sowas baut in der Art oder was anderes Schönes mir meinen zeigen zu wollen, dann tut das einfach. Ihr müsst nicht einfach erst fragen und irgendwie, ne, schickt mir eine Mail mit Anhang und dann hat sich der Fall. Okay, und ich würde dann sagen, schauen wir nochmal hier so ein bisschen raus, als irgendwie fett. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Vorbruder sagt Tschüss.